Leute, da sind wir beim nächsten Gameplay. Ich habe mir mal den Paddy dabei geholt. Hi Leute. Weil ich habe nicht so die Ahnung von diesem komischen Format, was hier gespielt wird. Es nennt sich Modern. Und deswegen, ich kenne den Paddy jetzt schon ziemlich lange und ich kenne ihn eigentlich nur als Modern-Spieler. Ja. Dementsprechend ist der Input da wesentlich besser. Wir schauen uns heute an Biggie Rocks gegen Humans? Five Color? Three Color? Five Color. Five Color Humans. Sein, ja. Okay. Alternativ, also von der Matchup her, was ist da vorteilhaft? Wer ist da der Vorteil? Erfahrungsgemäß als BGX-Spieler, wenn man seine Removal gut einzusetzen weiß, okay, wir kann haben man natürlich auch machen. Ist eine Talia, ist eine Aether-Fiole, noch eine Aether-Fiole, Meddling Mage und was ist das da ganz hinten? Talia wird mir jetzt in dem Falle stören. Das ist dieser Talias Leutnant, oder? Talias Lieutenant, ja, genau. Okay, Lieutenant, okay, ja. Also okay. Genau. Ja. Der geht da weg, geht man auf 18 runter. Okay. Ja, den würde man aber auch erst später spielen eigentlich. Mishra's Bauble. Oh, Mantis Rider ist das, oder? Genau. Oh, 3-3 Eile. Genau. Das kann ziemlich gut sein. Zu ziehen, ja, tut er. Vor allem, ja. Das vergisst man ja schon mal, gell? Ja, mit der Bauble auf jeden Fall. Gut, hier genau. Humans, dann Aether Fiole Go. Ach. Klassiker. Ja. Und noch ein Discard. Noch ein Discard, da. Mantis Rider? Nimm man hier den Mantis Rider? Ich meine. Ich würde die Talia. Also echt die Talia? Also ich dachte mal, die stirbt einfach an einem doofen Golf. Aber okay, die scheint ein Problem zu sein. Krass. Ja, der Discard und der Removal, ne? Der muss sitzen sonst. Ja, stimmt, auf der Hand ist noch ein Astroph, habe ich gesehen. Ja, und ein Malstrompuls. Zwei Länder, glaube ich. Peatland, ja, auf jeden Fall. Okay, dann nennt Meddling Mage. Okay. Was sagt man hier an? Tja. Vielleicht Fatal Push? Ein Fatal Push in der Dark, weil der Gegner es offen hatte. Da spielt man ein tolles Playset eigentlich. Ja, okay. Oh, Chantum, das ist, kein Golf. Das ist... Ah, ja, Schockland, ja, ja, stimmt. Genau, aber kein Golf. Nee, kein Golf, nur Removal tatsächlich. Okay, das ist natürlich mal. Jetzt ziemlich bitter mit dem Malstrompuls auf der Hand. Das könnte jetzt ziemlich, ziemlich gut werden. Ja. Und Tap Draw, wieder ein Land. Das ist das... Das Peatland, ne? Genau. Das Crawland. Genau. Ja. Oh ja, Malsturmpuls. Sagt er wieder wahrscheinlich noch die Fiona. Klack, klack. Hat noch was auf der Wenn Hand. Er was für zwei hat, ja anscheinend. Jetzt ist natürlich die Frage, Talia, Leutnant, was hat man so für zwei noch drin? Zwei Meddling Mage? Oh, viel. Also die Kaiser Freebooter sind ja auch noch im Slot. Ah ja, stimmt, stimmt. Die Limit okay. Image, natürlich, Image, klar. Ja. Kopiert er sogar nochmal. Ja. Das ist halt, wie ich die Frage schon gesagt habe, spielt Biggie Rock noch sowas wie Lilies? Ja, ja, ja. Okay. Die Version auf jeden Fall. Auch die, die Last Drop? Main Deck eher nicht. Okay. Also, ja, das hätte ja sein können, weil das ist ja schon ziemlich gefährlich. Ich weiß, dass der David aber eine spielt. Okay. 7 Damage. Das ist halt schon... Ja, ja, der Mantis Rider. Ja, gerade mit dem Eile. Das ist das. Das ist schon ziemlich gut. Ist das ein... Tracker, der Biggie Rocks da gerade gezogen hat. Okay. Das sollte er sein. Okay, dann Tracker. Die Version noch, ja. Ja. Tracker natürlich nicht so bad mit dem Card Draw. Definitiv. Eigentlich. Ja. Dieser aktuell hat es umgebaut, also jetzt eher eine Version mit Lurus. Mhm. Aber hier hat er noch die davor die Variante mit Talisker gespielt. Ja, es war genau in der Phase, wo Lurus halt wieder komplett runtergegangen ist, weil niemand sich getraut hat, überhaupt noch Companion zu spielen nach der Regeländerung. 3 Mana. Noch einen Mantis Rider? Oh! Der Was macht der nochmal? Ja, +1/+1 für alle Humans. Aha. Und ein Enter the Battlefield Trigger ist halt, dass er eine Karte im Graveyard exilen kann. Was Und nicht das schlecht. Auch immer, wenn ein anderer Human ins Spiel kommt bei ihm. Das ist ziemlich gut. Gerade gegen Uro und so. Ja, gerade Uro. Ist halt ja. Sehr gut. Ja, ja, stimmt. Die Titanen, die gehen also da Also ich hasse raus. Den Typen. Das ist Kann General ich? Kudrow, genau. Ja, okay. Ja. Ja. Ja, okay. Das natürlich. David jetzt wahrscheinlich nicht ganz so sehr, bis auf, dass der Tamogoy vielleicht kleiner wird. Ja, wird er eben nicht, wegen der Aether-Fiole. Die ist doch drin, ist richtig. Ja, Aether-Fiole ist da auf jeden Fall noch dabei. Und ich meine, die Bronoffs könnte er trotzdem gezielt rauspicken. Ja. Und da kommt die Astrophy. Auf dem Mantis Rider. Pay One Life hat er das gemacht, hat er ja. Da habe ich nicht drauf geachtet. Ich glaube, er war auf 9 Leben, ja. Okay. Heißt, jetzt kommen noch 2 Meddling Mage mit jeweils 3-3. Die blockt man hier nicht, oder? Oder muss man die blocken? Tja, er hat nur 8 Leben.
ich würde so schon gucken, dass er auf jeden Fall eine Marke draufkriegt mit dem Clue. Und dann ja, kann er ja nicht. Er hat ja die Airstrophy gespielt. Jetzt gerade, ja. Aber wenn er ist ja jetzt gerade im Angriff. Ach so, du jetzt blockst. Jetzt, ja, okay. Ich dachte, diese Runde, also diese Runde hätte ich wahrscheinlich noch nicht geblockt. Nächste Runde. Ja, genau, das war jetzt die Frage. Das war jetzt die Frage. Aber ich meine, ein Mantis Rider Top Deck ist meistens Ja, ist rum. Dann rum. Aber 5 Leben, 2 Handkarten bei Bigger Rocks. Er kam ja wirklich noch gar nicht dazu, bisher aber selber mal anzugreifen. Nee. Der ganze Schaden, der passiert ist, ist, glaube ich, komplett von Juliansen sich selber zugefügt. Okay. Ja. Oh, das ist schon Crack Draw. Ja, er hat aber auch dann wirklich keine Action. Also das ist auf jeden Fall gerade ein Land noch auf der Hand. Ja, packt zusammen. Ja, packt zusammen. Nee. Ah, eine Lilly war es. Die Lilly. Aber die macht nichts mehr. Genau. Ja, Sideboarden. Was hat man hier so im Sideboard als Big Rock Spieler? Black Engineer. Ah ja, Black Engineer, natürlich. Natürlich, der ist ja sehr gut. Mhm. Ich weiß ja selber nicht, ob er noch zusätzliches Removal im Sideboard hatte, was auch immer gut ist. Mhm. Ich weiß auch nicht, ob er Lillys rausboardet. Würde ich glaube ich tun. Weil einfach die Masse zu krass da ist. Da habe ich auch schon gemischte Meinung zugehört, aber. Ja. Dann auf der Human-Seite wahrscheinlich nicht viel, oder? Tja, bei dem Matchup. Überlege ich gerade, was hat er da noch so im Sideboard? Hat man Miracle Crusade am Sideboard? Ja, die hat man in der Regel schon. Also. Das wäre ja ziemlich gut gegen ein schwarz-grünes Deck. Dann hat er dann immer noch den Vorteil, dass sie Lightning Bolt spielen. Ja. Biggie Rock sieht dann ein bisschen alt dagegen aus. Ja. Da kommt die Lilly halt wieder zum Einsatz, sofern man nur ihn auf dem Board hat. Ja, genau. Genau das. Gut, anfangen jetzt vom Biggie Rocks, ist das auch ein Vorteil? Ich würde mal davon ausgehen, dass... Der Discard auf jeden Fall, die Etta-Fiole so early zu kriegen. Gerade wenn es nur eine ist. Ist schon gut, ja, da ist auch einer. Ja. Genau. Das ist das blau-grüne Drawland, grün-weiße Drawland, Cavern und... Genau, siehst du, die Etta-Fiole Turn 1. Das wäre gut gewesen. Wäre schon perfekt gewesen. Noble Hierarch ist ja dann auch noch eine Option. Stimmt, der ist auch human. Spielt. Genau. Ja, stimmt. Aber in dem Fall hat er beides jetzt nicht. Ja. Und das ist eigentlich so für Biggie Rock schon sehr gut. Jetzt Turn 2 natürlich hätte er selber irgendwie da Confident oder Tarmogoyf spielen sollen, können, müssen. Mhm. Ja, halt irgendwie was Power macht. Okay, das sind auf jeden Fall Lilly neu. Ich hab Lilly gezogen, so drin gelassen. Ja. Ein Champion des Sprengels. Ja, den hat er gerade erst gezogen, das ist natürlich. Ja. Da hat er auch aus dem Sideboard den Militian Bugler, oder wie er heißt? Ja, den Bugler, ja. Den militanten Typen. Ja, okay. Da kommt die Lilly natürlich in dem Fall sehr gut. Der Militant nimmt die obersten 4 Karten und nimmt alle Karten mit. Nee, leider nur eine Karte. Nur eine. Mit, ich glaube, Power 2 or less. Okay, ja gut, das ist bei Human ja alles aus der Mantis Rider, oder? Ja. Ja, und den General Kurdo, oder? Den Kurdo auch nicht, genau. Kurdo, genau. Mantis Rider, da kommt er, zack, haut die Lilly weg. Ist auch interessant. Jahrelang Mantis Rider einfach im Standard cool gewesen und danach nie wieder gespielt und jetzt so langsam. Ja, das ist, neues ist halt wieder ein Ding. Das ist nicht die neueste Karte. Da haben wir wieder den Tracker. Mit einem Fetchland. Mhm, sehr, sehr cool. Gut. Genau das, was man ja auch möchte. Wenn man jetzt noch einen Push hätte, natürlich. Ich mit glaub, dem Fetchland wäre schon perfekt für den. Ich glaube, es war eine Abrupt Decay auf der Hand. Weil jetzt holt er seine Images halt als Mantis Rider. Das heißt, er kriegt jetzt die Sonne wahrscheinlich 6. Ah, doch nicht. Er hat was anderes vor. Er hat Bugler was anderes spielen. Vor, hat was anderes Cooles gezogen. Ja, oder den Bugler. Den Kudro hat er ja vorher gespielt. Ja. Boah, der Bugler tut jetzt aber halt auch weh. Boah, der zieht halt jetzt 3 Leben ab. 2, was macht er? Ach, vielleicht holt er selber einen Teil des Tracker. Der ist auch human, ja. Ah. Genau. Du kannst mit dem Image ja auch Gegner. Dann hätte er natürlich den Landdrop nachher machen müssen. Nachher machen sollen, ja, das war vielleicht. Ja, das wäre besser gewesen tatsächlich. Das den Schaden von den Canopy hätte er sich ruhig nehmen können. Ja. So, der geht fetchen. Das bedeutet 2. Clue. Und dann. Aber dann noch einen. Ist halt schwierig. Ich hätte vielleicht beide Images gespielt, dann den Mantis Rider einfach nochmal. Und dann einfach für 9 rein und nächste Runde wieder für 9. Ja, das hätte ich auch. Genau, weil mehr wie einen Push hätte er nicht haben können. Nee. In dem Fall. Ja, das wäre, glaube ich, auch ziemlich stabil gewesen für einen Damage Call. Spielt man im Biggie Rocks noch sowas wie Damnation?
oder sowas? David hat eins im Sideboard, soweit okay. ich weiß. Ja. Weil das ist natürlich nicht schlecht, gerade für das Hume-Matchup, was er versucht, ein Floodgate zu spielen. Wenn die Thalia nicht liegt und ja, man das Turn 4 auch spielen kann, dann ja. Dann ja. Okay, wird überlegt, ob man ein Land legt oder nicht. Beziehungsweise wahrscheinlich eher welches Land. Field. Ja, da weiß ich vom David persönlich, dass er da irgendwie nicht so ein Freund von dem Field of Ruin ist. Ja, es ist ja im Modern, glaube ich, ein ganz gutes Staple, gerade gegen Tron und Ähnliches. Ja, genau, das ist wahrscheinlich auch so der Grund, warum man es halt auch spielen muss. Ja. Gerade spielt man ja auch viel Field of the Dead und Valakut. Ja. Oh ja. Ich finde es halt super, er ist halt kein Freund davon, von dieser farblosen Quelle an sich. Mhm. Aber ich sag mal, zu dem Zeitpunkt im Spiel, die zu ziehen, ist völlig legitim. Ja, ist ziemlich gut. Gut, ihr habt jetzt angegriffen, ohne die Clues zu cracken. Hätte man vielleicht noch machen können, damit man Damage mehr schießt. Oder hat er auf der Hand noch was, was er lieber spielen möchte? Vielleicht will er auch das Field gezielt hochgehen lassen. Das stimmt natürlich. Ah, Pudro, ja, der kommt, der ist gut. Ja, der ist in der Situation immer gut. Die Baubel wieder weg. Ja, ich glaube, er spielt Loros in dem Deck. Sonst macht die Baubel wenig Sinn. Es kann natürlich sein, dass er einfach im Main Deck spielt. Nicht als Companion, sondern einfach als im Main Deck. Ja, yeah, das, okay. Das hätte ich auch vermutet in dem Fall. Ja. Ja, sonst würde ich das nicht verstehen, warum. Ja, Companion ist ja raus, wegen einem Teil des Draco und Lily. Ja, genau. Aber klar, wir haben es noch nicht gesehen, aber die Baubel lässt ja schon darauf schließen. Ja. Okay, hier kommen 3 ins Gesicht. 6 wären das. Stimmt, 6. Ja. Horrible Decay auf den. Okay. Ja gut. Ach ne, es wären ja sogar durch Kudro 8 gewesen. Ja, das ja genau, das ist ziemlich viel Damage. Zu viel. Ja, hier wird so, dann da kommt noch irgendwas. End of Turn Field. Auf das kann man fehlen. Das kostet aber ein Leben, oder? Ah ne, das ist ein ganz, du meinst das oberste Land? Das Blooming Marsh. Ja, das ist das Fastland. Mhm. Ja, okay. Ich bin mit den Artworks überhaupt nicht bewandert, wie man vielleicht merkt. Da gibt es ja auch nur eins. Ja, aber ich kenne die Karte dann halt nicht. Ja. So, holt sich noch. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass Five Color Humans tatsächlich Basic Land spielen. Doch, soweit ich weiß, ein Island und ein Plains. Okay, sogar. 2 Stück, das ist schon fast schon gierig. Wobei, das ist immer noch sehr. Also, Blood Moon ist immer noch sehr stark dagegen, ja, glaube ich. Trotzdem. Glaube ich auch. Ja, da kam dann noch ein Clou. Das ist natürlich auch richtig cool mit dem Field, dass es auch nochmal praktisch auch wie ein Fetchland 2 Clues ersetzt. Das Speedland nochmal Trigger. 5 Clues. Was wird David damit tun? Ja, hoffentlich okay, direkt sehen. Pain. Ha, doch. Er opfert das direkt. Da hätte man auch einfach einen Clou opfern können für denselben Effekt. Dann hätte man ein Land gehabt, oder? Ja, und der Teil des Trigger wird mal größer, weil so mit einer 3-2er. Ist jetzt nicht so die Klappe. Oh, okay, das ist natürlich nicht schlecht. Super. Was sagt der an? Sliver. Genau. Das ist, glaube ich, das, was man hier haben möchte. Nee, ist King Human. Ich meine, solange der Kudrock liegt, oder Kudro, oder wie der heißt. Okay, ich hätte jetzt vielleicht doch mit dem Tidus Tracker gehauen. Vielleicht will er ihn nicht traden, oder er möchte ihn jetzt zum Blocken haben. Tja, wenn da eine Marke drauf gewesen wäre. Ja, wenn da eine Marke drauf gewesen wäre, wäre der natürlich schon. Ja, ja. Das wäre der halt gewesen, wenn das nicht das Speedland geopfert hätte. Da kommt ein Bugler. Der Bugler kostet nur 3. Mhm, genau. Oh, 2-3 Vigilance. Gut. Und, da geht dann die Lily wegen Planeswalker. Mhm. Ja. Also er sorgt für die Tarmogoyfs vor, die bisher aber noch nicht sichtbar waren. Nee. Nicht wirklich. Aha. Gefährlich. Das ist gut. Ja. Da spielt er mal gerade so den Black Engineer mit. Aber er kann diese Runde nicht spielen, oder? Ja, wobei, wenn er ihn selber spielt, stirbt er selber auf jeden Fall, oder? Ja, der ist 1-1. Ja, er gibt nur anderen. Genau. Aber wie tut er nicht wegen dem Kudro. Ah ja, genau. Ja, okay, das ist natürlich, das ist schon, ja, dürfte ziemlich gut den Black Engineer spielen. Aber so ist auch, hat er auch nicht angegriffen. Nee. Ist sehr konservativ. Gut, mit 11 Leben und 2 von den Ländern, die Damage schießen. Ja, gut. Wenn man Clou braucht, wie man das Deck spielt. Also in dem Falle nutzt er sie ja quasi nicht. Er sammelt sie, aber er nutzt sie noch bisher noch nicht. Ja. Das sieht aus, ob er jetzt mal einen opfert.
Jo, Double Black. Ich wüsste jetzt nicht, was Double Black im Modern gespielt wird. Ja. Also ich würde auch grün auflassen, aber könnt ihr noch einen Scavenging Ooze ziehen? Scavenging Ooze, Tarmogoyf. Da ist ein Damnation. Damnation, ja. Okay. Okay, so. Die Frage, ob man hier jetzt einfach mit allem reinschwingt, guckt, was der Gegner macht und danach das Board. Ja, würde ich an der Stelle sogar tun, weil der Lieutenant ist dann halt nicht mehr gut, ne? Ja, genau. Also der Lieutenant ist nur so mehr. Ich meine, okay, Lieutenant und Phasmal Image ist immer noch ein ziemlich gut, um halt selber so ein bisschen was hochzumachen, aber es ist sehr, sehr langsam im Vergleich. Okay, wird ein Push gespielt. Das Image getargetet oder? Nee, den Kudrow. Genau, der Clue ist gegangen. Ja, genau. Mhm. Ja. Das ist natürlich dann auch ziemlich gut, was man damit wegtauen kann. Okay. Das heißt, er will auf jeden Fall seinen Tagestracker behalten. Ja, oder er möchte jetzt tatsächlich das... Okay, und er greift nicht an, ja. Er greift nicht an. Das ist was, ich glaube... Das ist was, was man machen muss, um halt das Spiel möglichst kurz zu halten. Ja, ja klar, kurz halten möchtest du es. Auf der anderen Seite, er signalisiert hiermit, hey, meine Hand ist schlecht, ich möchte blocken. Und wenn jetzt der Human-Spieler ein bisschen mehr reinspielt, ein bisschen mehr Sachen spielen würde... Da kommt der neue Kudrow. Ja, mehr Kudrow. Wie viel spielt man davon? Zwei. Okay. Es gibt Listen vielleicht auch mit drei, aber so zwei weiß ich, dass die man nicht spielt. Okay. Ja, aber ansonsten hätte man jetzt auch versuchen können, hier einfach den Human-Spieler einfach mit zum Fladden zu zwingen. Mhm. Also, dass der halt immer mehr Kreaturen reinbringt, dass einfach das Damnation auf der Hand um einiges besser wird. Weil somit wird er jetzt auch nicht angreifen. Genau, er bleibt jetzt einfach stehen. Ja. Weil er möchte jetzt, dass sein Board safen für eben seine... Ja, Opfer, End of Turn. Genau. Turn Draw. Lieber für 5 hauen sollen. Vorhin. Ja, das stimmt. Das hätte er auch machen können. Aber dann hätte er jetzt auch Damage bekommen, weil dann wäre der Human-Spieler wahrscheinlich auch nach rechts gegangen. Es wäre ja auch nur der Bugler gewesen oder halt die Kopie vom Teil des Joggers. Ja, stimmt. Und der hätte immer noch einen Death Touch-Blocker. Wie sagt das Damnation? Oh, Thought Seize, das kann natürlich jetzt. Ist immer noch. Oh mein Gott, das ist jetzt mit dem. Ja, Thought Seize und Nature. Damnation. Jetzt mit allem nach rechts drehen, danach Damnation, dann sieht das jetzt gar nicht mehr so gut Angriff, aus. Jetzt sieht der Angriff auch gar nicht mehr so gut aus von der Biggie Rock Seite. Jetzt ist der Kudrow da. Ja. Jetzt ist wieder alles stärker. Ja gut, aber wenn man eh Damnation vorhat zu spielen, kann man ja auch einfach nach rechts drehen. Ja, man muss ja trotzdem gucken, dass man den Damage noch mitnimmt. Ne? Ja. In dem Falle ist er jetzt einfach weiter wieder. Und ja. Ja, also er fährt sich fest für mein Denken so ein bisschen. Mhm. Also, ja, auf der anderen Seite, solange der Human-Spieler nichts findet. Ja doch, er findet, ja. Na gut, gerade wenn jetzt Mantis Rider gefunden hätte oder so, das wäre natürlich dann richtig vernichtend geworden. Das auf jeden Fall. Ja, es ist ein Problem von David, muss ich dazu sagen. Also er weiß den Lücken, sage ich jetzt auch mal, nicht so recht zu nutzen. In dem Fall jetzt hat man es für mein Denken schon ein paar Mal gesehen. Mit dem Angriff, sagst du? Dass man da angreifen kann. Ja, genau. Okay, so, dann zwei Mana. Das Mana hin und her, zack. Image auf dem Bugler wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau. Trigger, 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 Trigger. Tausende Trigger. Ja, da kommt plus 1, plus 1 mal drauf. Dann der Bugler sucht sich. Und dann ob es ein 4. Ist das noch eine Talia? Ja, ist noch eine Talia. Gesehen. Sonst habe ich jetzt. Ah, da ist noch ein Noble Hierarch vorne, ja. Jetzt zumindest nochmal ein Trigger. Ja, gut, wenn jetzt Noble Hierarch und Talia einfach rausgelegt wird und dann das Damnation kommt, dann ist natürlich. Ja. Ja, Noble Hierarch. Okay. Kann man hier halt auch gut machen, wenn man dann wirklich nur noch mit einer Karte angreift. Jetzt wird er auch beides spielen, ja. Ja, ich denke auch. Okay. Damage für Talia. Ja. Na gut, wenn der Gegner nicht genau dieses eine Damnation hat, stirbt er einfach die nächste Runde drauf. Und zwar, indem du einfach alles nach rechts drehst. Er kann ja nicht wissen, dass Big Rock hier in dem Moment einfach das One of Damnation, was er besitzt, auf der Hand hat. Genau. Weil das ist halt schon ein gutes Board eigentlich. Das Sorcery auch noch. Ja, genau. Nimmt alles raus, außer Creature, Land, Artifact. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, gibt ab. Okay. Ich weiß, dass Julian das nicht so toll findet, in Death Touch Kreaturen rein anzugreifen. Das kenne ich von ihm mit dem Cocktail schon. Black Engineer ist ja auch nicht so
Moment von, okay, Fallout 2, ja. Ich denke nicht, dass er da noch mit dem Teil der Schwierigkeit durchkommt. Nö, man kann es ja trotzdem nach rechts drehen, wenn eh alles stirbt. Mit dem Noble Herald blocken oder so. Ja. Deswegen, ich sage ja, man müsste einfach den Damage auch mitnehmen. Also wenn der ja, das stimmt. Aber das die Lücke ist rum. Das stimmt. So, Treetop getoppt. Hat er. Zwei, drei, vier. Okay, er spielt einfach so dem Nation, ohne anzugreifen. Ja, für fünf, ohne Angriff. Okay. Das hätte ich trotzdem versucht. Ja. Vielleicht hätte er ja, aber in dem Falle hätte er einfach Noble Herald davor geworfen, ganz sicher. Ja, Noble Herald davor geworfen und die mit der Talia, den solchen Seeder, solchen Engineer. Mhm. Einfach umgenietet. Es wäre kein Unterschied gewesen, ob man angegriffen so hätte. So viel aufgebaut und jetzt da. Gut. Nee, gut, jetzt gerade mit den Clues. Lilly habe ich gerade noch auf der Hand gesehen vom BG Rock-Spieler. Schon nicht schlecht. Tja, wenn halt die jetzt nachgelegt hätte mit Discard, das wäre natürlich schon super gewesen. Ja. Ja, aber da hat er ja ein Treetop Village gezogen. Hm. Für drei. Oh Gott, das macht der nochmal. Lava Brink Runner. Ja, sagt Odd oder Even und die Karte hat dann Schutz vor Odd oder Even. Vor der Even Dominance, genau. Cool. Ich denke mal, er hat wahrscheinlich Even angesagt. Ja, Tamugolf. Tamugolf, Scoose, sowas halt. Ja. Aber gut, wenn er jetzt die Lilly hat, ist es natürlich das perfekte Play. Lilly legen, Sack und dann Treetop hauen oder sowas. Oh ja, das stimmt, das ist natürlich. So, sein Topdeck noch angucken. Ich glaube, das war ein Dismember. Das war ein Dismember, ja. Okay. Das ist natürlich das, was man nicht sehen möchte im Topdeck hier. Ja, gut, dann weiß man, diese Runde hat man die Lücke mit dem Treetop zu hauen. Nächste Runde halt nicht mehr oder so. Ja. Okay, was hat er gemacht? Hat auch ein Clou, stimmt. Okay. Das habe ich ganz vergessen, dass er auch Clues bekommt. Richtig. Habe ich jetzt einfach Go? Okay, er hat keine Lilly gelegt. Er nee. Hat nicht mit dem Treetop gehauen. Da fragt man sich schon, warum, David? Also, wir können jetzt halt drei Karten ziehen. End of Turn? Ja, aber er hatte die Karten. Er muss und er darf, man denkt, gar nicht mal den Damage nehmen. Okay. Er will mit dem Treetop blocken. Jetzt kommt natürlich aber das, ist das, null? Kommt das Dismember zum Ansatz. Aus dem null, ist, null ist Even. Ist Even, ja. Gut, das ist natürlich die Frage, was man gesagt hat, ob man Even oder Uneven gesagt hat. In dem Falle also kann man ja nicht weist ihm ja gerade darauf hin, ja, wahrscheinlich. Dass das so ist. Und jetzt okay, jetzt zieht er zurück. Ja, ja. Jetzt muss man halt auch wissen. Ja, dann kriegt er zwei Damage. Drei sogar. Drei. Ja, stimmt. Okay, er hat noch einen Cover gezogen, das ist natürlich nicht so gut. Nee. Aber das Dismember. So. Da noch ein Card Draw. Also David könnte wesentlich aggressiver spielen. Ja, ich denke auch. Vor allem, da er jetzt die zwei Treetops hat. Gut, er hat das Dismember gesehen. Naja, wenn er jetzt irgendwie einen Thoughtseize oder einen Inquisition oder so. Er erst zwei Karten noch, bevor, also hat er da echt so schlecht. Tappt auch ein Grün zu viel weg für mein Denken, dass man nicht mehr die Möglichkeit hat, mit beiden Treetops zu spielen. Ja, jetzt ist es jetzt auch getappt. Egal, weil der Adventure hat ja gesagt, eben. Da die Inquisition, genau. Ja. Weil die Inquisition. Oh, Flag Damage. Ja. Aber der hat keinen Flash, oder? Nee, die Fiole ermöglicht das ja quasi nur. Okay, warum nimmt man da nicht den einfach raus? Okay, ist der Golf größer als das Dismember einem wahrscheinlich erlaubt? Der Planeswalker und Artefakt. Okay, da sagt am meisten seinen 6-7er Golf, ja. Ja. Okay, aber der Ventura hat Schutz vor beidem, ne? Also das ist darf man nicht unterschätzen in der Situation. Hätte man hier nicht mit beiden Treetops einfach töten können? Wenn man mit dem Discard den Dismember genommen hätte? Ja, genau. Okay. Ich sag ja, mal einfach aggressiver spielen. Ja. Ja, vielleicht will David hier auch ein bisschen flexen. Weiß man ja nie. Okay, da ist. Okay, was? Der Refractor Mage sagt schon. Genau. Nimmt einen Tamugolf zurück hier an, der darf nächste Runde. Jetzt wieder drei. Ach ne, er möchte lieber den Ventura zum Blocken lassen. Ja. Ja, gut, wenn der Tamugolf groß genug ist. Das ist halt die Frage. Eben, er könnte halt mit dem Ventura blocken und dann das Dismember drauf spielen und den Golf so. Stimmt. Das geht halt auch. Okay, drei Mana. Aha, Logos. Da ist er, okay. Ja. Das ist wirklich Logos im Mainboard. Ja, dann holt er sich wahrscheinlich auch die Full Art sogar, oder? Ja, genau, das ist diese Borderless-Card. Hübsch, hübsch. Hatte ich ihm auch zugeraten. Fand er auch schicke. Dann baubel dich, dann zieht Julian vorher eine Karte, damit die Karte nicht bekannt ist. Sehr schönes Play. Oh, Carven. So viele Länder, das weiß nicht, ob man das sehen will. Nee.
Aber zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch völlig normal. Ja. Da ist noch ein Abrupt Decay. Gibt der nur for even permanents oder auch for even spells? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr ganz nicht genau. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es permanents eher gibt. Okay. Oder er hat generell Schutz. Das weiß ich jetzt wirklich nicht mehr. Ja, ja, wenn es generell Schutz wäre, wäre halt das mit Abrupt Decay halt super schwierig. Dann wäre even auf jeden Fall eine ziemlich gute Wahl gegen BG Rocks. Aber gut, hier könnte man jetzt halt einfach... Es ist halt die Frage, ob er auf dem Mirror Crusader spielt, weil ich weiß, dass in dem Slot, wo man Mirror Crusader spielen würde, halt oft diesen Ventura testet oder guckt, wie weit er damit kommt. Klar, so Mirror Crusader wäre natürlich jetzt richtig gut. Ja. Clue Draw. Ich habe einen Push gesehen. Push macht ja Odd. Ja, das hat er dann jetzt wohl. Genau. Mhm. Jetzt könnte man den Treetop aktivieren mit einem Golf. Den ja, aber er macht es nicht so. Nee, da wird. Ja, wobei die vier Leben mit dem die vier Leben für das Dismember sind halt auch tödlich. Also so oder so, das ist over. Also jetzt, wie macht er das mit dem Tamar? Golf? Er schiebt einfach zusammen. Ah, okay. Vorher damit schon. Einfach nur zum. Ja, also das war schon, das hätte man ganz anders machen können, alles. Ja. Es ist natürlich immer was anderes, wenn man sowas von. Von oben sieht, natürlich. Ne, als wenn man selber in der Situation steckt. Natürlich. Aber manchmal hat man den Eindruck, er vergisst einfach, dass er Treetops hat oder sowas. Ja. Auf der anderen Seite vom Human-Spiel auch ein bisschen unlucky gezogen. Eine Menge an Ländern und Sachen, die man einfach früher haben möchte. Und natürlich die ganzen Länder, die ganzen Damage geschossen haben. Das ist schon viel. So, Biggie Rocks habe ich Luros gesehen und Abrupt Decay. Natürlich, wenn er jetzt mit dem PO in. Okay, Champion. Champion Start. Der Agro-Plan. Ja. Okay, Field of Ruin. Ja, gut, in so einer Situation ist die natürlich nicht so schön. Oh, kein Turn One Playing. Kein Discard, kein Nix. Dann hofft man wenigstens, dass er jetzt den Push gleich hat. Okay, Noble Herak. Oder noch ein Champion. Noch ein Champion. Champion dann den noch ein Champion. Mehr Champions braucht das Land. Und jetzt den Noble Herak. Noble Herak. Ja, oh. Trigger hauen für 4. Ja, das tut weh. Aha, okay. David. Ja. Noch fetchen. Warum ist er auf 15? Was habe ich verpasst? 4 plus fetch. Ach so, okay, 1, 2, 3, ich dachte, das wäre jetzt vor Damage. Nee, nee, ist einfach 4 plus fetch. Ich hatte jetzt die Hoffnung, dass er vielleicht doch den Push hat. Nee, aber anscheinend keine Mogel. Okay. Aber ein Abrupt habe ich gesehen. Das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Man muss für mein Denken natürlich schon eine Starthand mit Removal halten. Ja. Weil gerade bei so einem Start. Ja. Ja, wobei, hat man wie gesagt, Abrupt schnell. Hat er ja auf der Hand, aber ich glaube, Abrupt ist einfach zu langsam. Jetzt wenn er Turn 2 einfach nur Abrupt macht und Go sagt, ist einfach viel zu langsam. Wenn er jetzt quasi Turn 1 Noble Herak gespielt hätte und dann Turn 2 in Mantis Rider, dann wäre das DK natürlich super, aber in dem Fall jetzt. Wenn jetzt ein Lieutenant kommt, ja, das ist es schon quasi halb vorbei. Vorbei, ja. Vor allem, weil das ja auch wirklich ein Damage-Spielplan ist. Okay, hier geht's für 5. Er geht wieder. Nur einmal fetchen. Dann kommt's abrupt, ja. Ja, aber das ist auch nur ein Basic. Schwarz wahrscheinlich ein Basic. Schwarz oder grün, was will er haben? Wahrscheinlich schwarz, ja. Gerade wenn er auch die Farblosquelle hat. Ich glaube, doppelgrün hat er nichts drin, aber doppelschwarz hat er drin. Mhm. Okay. Genau. Okay. Abrupt, dann kommen noch 2 durch, dann 12. Dann Aether Fiole. Okay. Turn 3 Aether Fiole sind einfach die besten. Genau dann, wenn man sie haben möchte. Da spricht der Experte. Und zweites Field of the Ruin. Ja, das war der Grund, warum er sagte, dass er kein Fan davon ist. Ja, ja gut, kann ich halt in dem Moment halt ausnahmsweise mal verstehen. Aber auf der anderen Seite, im Durchschnitt musst du das, glaube ich, spielen. Es gibt, glaube ich, da sehr wenig. Oh, der Black Engine. Oh, der ist gut. Ja, jetzt der Noble Herak. Jetzt sagt man Sliver, oder? Jetzt sagt man Dragons natürlich. Ah, stimmt, Dragons, ja. Mit der Schifahndrache nur noch für 4-4 kommt. Okay. Gut. Noble Herak weg, der Champion ziemlich klein. Wächst aber wieder mit jedem anderen Human. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der wächst auch, wenn der Human stirbt, korrekt? Der muss nur. Nein, nur Enter the Battlefield. Ja. Oh, Fleck. Ja. Da. Trigger. Da. Und dann kann er wieder hauen. Tap. Oh, Noble Herak. Noch ein noch Champion. Noch ein Champion? Den hätte man. Ja, vorher. Das hätte man nicht können. Ach ja, stimmt. Man konnte nicht, weil er gestorben ist. Ja, okay, krass. Ist also man benutzt den Champion hier in dem Moment halt wirklich nur als +1/+1. Und du spielst jetzt keinen Black Engineer.
Genau. Nö, deswegen, also so wie das jetzt aussieht. Ziemlicher Starter, starker Beatdown-Plan. Jetzt müsste die Damnation halt kommen. Ja, das stimmt. Um das noch zu retten. Damnation würde hier auch ziemlich aufräumen, gerade wenn man hier mit Humans nur noch eine Handkarte hat. Ja, genau. Er ist auch ausgetappt mit der Etafiole, das heißt, man hat auch keine Angst, dass da noch was kommt im End of Step. Ne. So, so hier macht man dann. Jetzt macht er das, okay. Ein Field. Wahrscheinlich noch ein Sumpf. Jetzt, wo er einen Forest hat, und nimmt man hier einen Forest für die Möglichkeit, dass man einen Ust zieht. Mhm. Frage ist halt, was kommt jetzt? Ein Tamogolf wäre jetzt. Tamogolf wäre nicht schlecht. Eins, zwei, drei. Vier. Nee, drei. Drei. Jetzt einfach nur Go. Instant Creature. Okay. Instant Creature Land. Ja. Ist da noch ein Astrophy? Genau in der Mitte ist das ein Astrophy? Das sind vier Karten. Das ist ein Abrupt Decay. Ja. Wir gucken jetzt mal, was er da noch hat. Ja, ansonsten. Sehr gut. Oh, das ist natürlich jetzt richtig, richtig ja, hart. Ja, dann ist eigentlich genau das. Ja, das Decay geht auch weg. Trigger, kann Trigger. Das ist schon ziemlich gut, wenn da jetzt ein Beatdown kommt. Dann dieser permanente +1/+1-Effekt. Ja. Das sind jetzt genug Damage. Astrophy. Auf den großen Champion. Aha. Dann kriegt man noch 6 Damage, korrekt. Ja. Er hat kein Basic mehr drin. Wenn du sagst, die haben eine Ebene richtig, und eine Insel, richtig, ja. Dann war es das. Wahrgenommen. Ja. Okay, er lebt noch, ja. Ja. Mit 2 Leben, das ja, dürfte er aber. Er braucht die Damnation. Nee, Damnation ist nicht auf der Hand. Dann, kommt er nicht mehr raus. Selbst 2 Tamogolfe retten ihn jetzt nicht mehr. Nee. Nee, ich denke, dass, da kann man sich noch ein bisschen super wehren. Wenn man versucht, so zu strampeln. Lilly? Lilly. Oh, Black Engine. Black Engine, klar, hat man ja noch. Aber für die 2 Mana noch ein Abrupt. Und selbst dann schafft man es nicht. Wenn man den Kudro wegkriegt. Abrupt. Genau. Und dann halt von den 1, nee, von 1 Power haben einen blockt. Ja. Würde man theoretisch nur einen Schaden bekommen. Stimmt, stimmt. Dann aber könnte man überleben. Dafür dürfte dann natürlich. Ja, sonst halt nicht so viel sein, das stimmt. Das stimmt. Ansonsten, ich meine, mit der Lilly auf der Hand, wenn man jetzt Lilly spielt, Lilly minus, passiert halt auch nicht wirklich was. Ja, dann geht der Reflektor und man wird trotzdem totgeprügelt. Was überlegt er gerade? Wahrscheinlich, ob es noch irgendeinen Out gibt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das. Also, überlegt er gerade die Option, den vielleicht doch nicht zu spielen? Ja, aber. Oder ist es die Entscheidung, welchen mit Luros, man hat ja nichts mehr im Friedhof, was man benutzen könnte mit Luros. Ja, ja. Dementsprechend. Herr Lilly ist. Ja, nee, das wird einfach okay, zusammengeschoben. Er hätte auf jeden Fall. Das sogenannte Dismember, ja, das ist einfach zusammengeschoben. Ja, ja. Aber in dem Fall hätte er auf jeden Fall das so machen können. Ja. Aber. Naja. Er hatte keine Dismember ist ganz gut. Ja, also 2-1 für Humans, interessant. Danke, dass du da warst. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.